Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zwar zur neuen Wochenbotschaft der Engel vom 25.11. bis zum 1.12. Schön, dass du da bist. Ja, wir schauen gleich in die nächste Woche mit den Karten. Ja, wenn du das erste Mal hier auf meinem Kanal gelandet bist, mein Name ist Wiebke Gottschalk, ich bin spiritueller Coach und Reiki-Lehrerin. Schau dich super gerne hier um. Es geht um das Thema Energiearbeit, Entspannung. Ja, auch einen Yoga-Kanal habe ich, da kannst du auch gerne mal nachschauen und gerne ein Abo dalassen, wenn du magst, oder auch das Video liken. Meine Videos sind immer mit Energiearbeit, das heißt, die Energien fließen hier. Und wenn du die für die kommende Woche erhalten möchtest, dann gib einfach ein Herz in die Kommentare und du hast die energetische Unterstützung für die kommende Woche. Ja, in der kommenden Woche haben wir einen Portaltag am 30.11. Da gibt es bei mir nochmal eine Energieübertragung, die du buchen kannst. Ja, wenn du die Vollmond den Vollmond-Circle gebucht hast, dann bist du automatisch bei der Energieübertragung dabei. Und wenn du das nicht getan hast, kannst du jetzt noch für den 30.11. die Übertragung buchen. Und mein Yoga-Retreat findet in dieser Woche statt, ja, vom 28.11. bis zum 1.12. Es gibt gerade aktuell noch 2 freie Plätze. Wenn du noch dazukommen möchtest, dann freue ich mich. Schreib mir super gerne, wenn du noch Fragen hast. Ja, ich freue mich schon mega auf diese 4 Tage. Ja, wir werden da ganz viel Yoga natürlich machen, aber auch Energiearbeit, Chakrenausgleich. Ja, wir werden wandern, wir gehen in die Therme. Also eigentlich so eine richtig schöne Auszeit. Und wenn du sagst, boah, ich brauche jetzt nochmal spontan vor Weihnachten so eine kleine Rückzugsauftankmöglichkeit, ja, wenn dich das ruft, dann komm gerne noch spontan mit dazu. Ja, ich würde sagen, wir starten mal rein. Und zwar, das sind die Karten. Komm am besten erstmal hier an und erde dich nochmal, spür deine Füße auf dem Boden und atme nochmal tief ein und aus. Und lass mit dem Ausatmen mal alles draußen, was jetzt hier nicht reingehört, ja. Und konzentriere dich auf die Botschaft, auf die Energien und wähle eine Auswahlmöglichkeit aus. Und wir haben auf der rechten Seite den blauen Kristall. Das ist so ein wunderschönes Blau. Vielleicht sieht man das hier besser im Licht. Und zwar ist das der Atlantis-Kristall. Ja, der ist auch sehr stark mit der Wasserenergie verbunden. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen. Und auf der linken Seite haben wir den Regenbogenkristall. Und das ist der große. Viele wollten den auch noch mal sehen. Diese kleinen gab es ja jetzt. Und es gibt so eine Sonderedition. Da habe ich nur ganz, ganz wenige Stückzahlen in groß. Wunderschön. Also ich liebe die ja wirklich. Die sind so besonders. Und hier seht ihr auch so ein bisschen den Größenunterschied. Das wollten einige noch mal wissen. Das wäre die linke Seite. Und dann wähl einfach ganz spontan deine Seite aus und vertraue auch darauf, dass die richtig ist. Ja? Es kann manchmal sein, dass du beide Seiten von beiden Seiten angezogen bist, dann hast du auf der anderen Seite vielleicht auch noch eine Botschaft, aber generell ist es auch wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Ja, und dann starte ich rein mit der linken Seite und wir legen den mal zur Seite. Und der Regenbogenkristall steht natürlich für die Blockadenlösung. Ja, der ist mit dem Regenbogenfarbenstrahl der Elohim verbunden, aber auch mit Reiki-Energie aufgeladen, den Engelsymbolen. Ja, hier ist es ja auch eingearbeitet. Und er unterstützt dich bei deiner Blockadenlösung der Energien sehr, sehr gut. Ja, du brauchst ihn einfach nur in deinen Räumen aufzustellen und dann wirkt er schon für dich. Kannst ihn auch auf ein Bild von dir stellen oder wenn du ein aktuelles Thema hast, was dich gerade beschäftigt, dann stellst du den da drauf und es wirkt dann auch für dich. Wenn du ihn in Räumen aufstellst, also zum Beispiel an der Arbeit oder im Büro, dann wirkt er natürlich auch in den Räumen für dich. Und da auch zum Thema Blockadenlösung. Ja, wenn es irgendwie schwierige Situationen gibt, kann man den immer mal mitnehmen und dort aufstellen. Ja, es gibt 3 Karten und wir starten mal rein. Und zwar ist diesmal das Schutzengel-Tarot dabei. Das ist vom Allegria Verlag von Doreen Virtue. Und da habe ich für euch die Karte Heiler des Handelns gezogen.
Und hier hast du deine Botschaft. Ja, dies ist eine Zeit, wo du alles tun kannst, was du dir vornimmst, wenn dein Herz offen ist. Du wirst aufgefordert, viele Dinge auf einmal zu tun, was dir nichts ausmacht, solange du weißt, dass du zum Wohl deiner Umwelt beiträgst. Diese Karte weist auf einen Menschen hin, der liebevoll, intelligent, leidenschaftlich und humorvoll ist, was durchaus auf dich selbst zutreffen könnte. Dieser Mensch hat die Fähigkeiten, schwierige Situationen mit Anmut zu meistern. Ja? Also hier werden bei dir einige Themen in die Heilung gehen in der kommenden Woche. Ja, also ich kriege hier wirklich so die Info rein, mach nicht zu viel auf einmal, ja, auch wenn du es kannst, du bist hier wirklich so eine Meisterin im Jonglieren, aber es tut dir dann doch nicht so gut, ja, du darfst dir auch hier eine Pause gönnen und immer mal wieder einen Schritt zurückgehen in der kommenden Woche, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir auch wieder Auszeiten nimmst. Und auch darauf achtest, dass du auf dein Herz schaust. Ne? Was ist es denn, was ich wirklich machen möchte? Ja? Natürlich sind wir multitaskingfähig. Ich denke auch immer, wir Frauen sind mehr multitaskingfähig wie Männer. Aber es ist nicht so besonders erforderlich in dieser Woche. Also es geht mehr um dieses in der Ruhe sein, wieder sich zurückziehen, sich zurücknehmen, nicht alles auf einmal machen müssen. Und das hat auch hier mit den Themen zu tun in der Außenwirkung. Ne? Du machst dir sehr viel Gedanken, was denken denn die anderen? Und da geht es wirklich darum, dass du wieder dahin kommst, dass das Außen mehr egal ist. Komm wieder ins Innere und lass das wirklich auch mal so ein bisschen los. Ja, dieses, was denken die anderen von mir? Na, du darfst auch, also du bist auch gut, wenn du weniger tust. So, das ist dieses Grundding für die nächste Woche. Ja, also du bist kein besserer Mensch, wenn du dich da überforderst. Ja, das Thema haben wir ja alle immer und darum geht es. Ja. Ja, dann haben wir eine zweite Karte gezogen und das ist eine Erzengelkarte wieder und da zeigt sich Erzengel Michael für dich. Ja, und ihr wisst ja, was Michael bedeutet. Der steht sehr stark für den Schutz, aber auch für Mut und Kraft. Also er unterstützt dich dabei, dass du wieder in deine Kraft kommst. Hier ist auch eine Affirmation mit angegeben, die du verwenden kannst für die kommende Woche. Ich bin sicher getragen und ich lasse die Angst los. Kann sein, dass du in der Woche nochmal mit Ängsten konfrontiert wirst. Die darfst du jetzt auch gehen lassen. Spüre die Dinge, die sich da nochmal zeigen, aber dann dürfen die wirklich auch rausgehen. Und Michael sagt dir hier auch nochmal, ich trenne alle störenden Verbindungen zu deinen Energieräubern. Guck da nochmal genauer hin, was dir Energie raubt. Das können Personen sein, das können Situationen sein. Und fühle die neue Energie, die dir alle Kraft zurückgibt. Du bist beschützt, dein Energiefeld ist ausgeglichen. Ja? Oftmals sind es Personen, manchmal auch sogar in unserem nahen Umfeld, wo wir gar nicht erstmal dran denken würden, dass es Energieräuber sind. Aber oftmals sind die doch sehr nah bei uns. Und guck da mal genauer auch hin, was du vielleicht verändern möchtest. Und lass dir da auch nichts überstülpen, sondern trenn auch ganz klar die Verbindung. Setz ganz klar Grenzen, wenn dir etwas nicht passt. Und geh wieder raus aus der Situation. Ja, du bist der Meister der Situation und du bist die Einzige, die auch diese Situation verlassen kann. Es geht in der kommenden Woche um deine Selbstverantwortung, dass du auch da rausgehen darfst, ne? Und selber sagen darfst, nee, jetzt setze ich hier die Grenze. Michael sagt ja hier, er trennt die Verbindung für dich. Da könntest du natürlich auch mit ihm zusammenarbeiten, ihn um Unterstützung bitten. Dann ist es nochmal spannender auch, ja, wenn die Engel uns helfen. Wir müssen die natürlich immer um Unterstützung bitten. Die dürfen nicht alleine einschreiten. Und probier das einfach in der kommenden Woche auch mal aus. Und nutzt die Energien, ja, gerade der 30. ist ja dann wieder auch Portaltag, da lässt sich auch super gut energetisch arbeiten, ja, an den ganzen Blockaden auch.
Ja, die sind ja bei dir hier durch den Diamant auch so ein bisschen angezeigt. Du kannst die in dieser Woche unheimlich gut auflösen. Der 30. ist super gut dafür. Und ich habe auch den Rauhnächte-Kreis eingestellt. Wenn du dabei sein möchtest, nutze unbedingt noch den Rabattpreis. Der ist bis nächsten Freitag gültig und dann steigt der Preis wieder. Ihr kennt das ja. Der geht ja immer wieder hoch. Es gibt diesmal auch wieder 5 Videos im internen Bereich und eine WhatsApp-Gruppe, eine Meditation. Also es sind ja ganz viele Sachen dabei und auch natürlich Überraschungen, die noch nicht verraten werden. Also ja, komm da super gerne dazu. Auch das kann dich natürlich ja auch unterstützen. Ja, das ist dann zwar erst im Dezember, aber es geht wirklich darum, das alte Jahr auch abzuschließen, ohne diese ganzen Blockaden, ne, die uns hier noch beschäftigen. Ja, Erzengel Michael, wunderbar. Dann haben wir noch eine Karte von den Shanti-Karten. Das ist auch der Schirner Verlag. Ich verlinke euch alle Karten unten in der Infobox. Da könnt ihr auch gerne euch mal durchklicken. Da findest du alles. Falls ich mal was vergessen habe, schreib mir super gerne. Und hier zeigt sich die Isis. Ja, da geht es um die Wiedergeburt. Ja, jeder Atemzug bietet die Chance zu einem Neuanfang. Ne? Und der Neuanfang kann halt immer oftmals erst kommen, wenn wir hier das Alte loslassen. Dann darf das Neue kommen. Und dann ist das oftmals auch wie eine Wiedergeburt, weil da wir auch von den Energien, wenn wir hier irgendwo festhängen, natürlich da so feststecken, das zieht uns immer wieder runter von der Energie und wir kommen da nicht so raus. Und wenn die Isis sich zeigt, dann ist das wirklich auch so ein Zeichen, ne? Deine innere Kraft kommt zurück. Die Isis ist wirklich auch, die Isis hat auch immer so die, diese Kraft und Stärke von der Energie, aber auch den Schutz. Also es ist wirklich ähnlich wie die Erzengel Michael-Energie. Deswegen finde ich das so spannend, dass die jetzt hier auch zusammen gefallen sind. Das passt wirklich, weil sie erinnert dich daran an deine Unsterblichkeit, ne? Dass du jederzeit immer neue Möglichkeiten hast und immer wieder neu anzufangen, ne? Diese Wiedergeburt. Und egal in welcher Situation du jetzt gerade bist, du hast eben immer wieder Zeit, neu anzufangen. Du hast immer wieder die Möglichkeit, neu anzufangen, wenn du das selber aber auch glaubst, ne? Oder da auch reingehst. Oftmals ist es ja so, wenn wir in schwierigen Situationen stecken, wir sehen das nicht, wir sehen diesen Ausgang nicht. Und sie erinnert dich einfach wieder daran, der Ausgang ist da, du musst ihn nur finden. Ja? Es gibt ihn, es gibt diese Möglichkeit, ne? Was anderes zu machen und die Flügel auch, ne? Die sagen mir jetzt auch wieder, ne, dieses schwing dich nach oben und guck, wo der Ausgang ist. Ja, das gibt einen Ausgang zu deiner Situation und dann kann auch wieder eine Wiedergeburt stattfinden. Und das ist auch im Hintergrund, ne, dieses gelbe Licht, ne, wie die Sonne. Ne, da ist die Kraft, die Stärke. Ne, auch die Wärme kann man hier regelrecht fühlen, das Erblühen. Hier sind auch wieder die Blumen mit dabei. Ich finde immer die Bildsprache auch so, so mega. Und ja, das ist so, ne? Mach dir das wirklich wieder bewusst, egal in welcher Situation du vielleicht da gerade drin steckst, die kannst du jederzeit wieder verändern. Ja, finde ich ganz, ganz spannend, auch immer die Bilder, die hier auf den Karten mit drauf sind. Ne? Und das Orange im Hintergrund steht für mich auch für das Sakralchakra, ne? Für deine Kraft, für deine Stärke, für die Verbindungen mit anderen. Das kann in dieser Woche wichtig werden. Ja? Das Sakralchakra steht ja auch für all unsere Beziehungen. Und da kann das alles auch sichtbar werden. Das hängt ja alles auch zusammen, wo du auch dann gucken kannst, welche Blockade will sich hier auflösen. Also sehr spannende Woche für dich. Nimm das wirklich mit. Und nimm auch vor allem mit, dass du da jederzeit raus kannst, ja. Ich mache übrigens nachher auch eine kleine Meditation mit den kosmischen Eiern, mit dem Mars-Ei. Da geht es ja auch um Kraft und Stärke. Wenn dich das jetzt anzieht, dann spul vor. Oder guck dir die andere Seite auch noch an, aber mach auf jeden Fall die Medi mit und die kannst du auch in der nächsten Woche immer wieder wiederholen. Ja, der Mars hat ja auch die Energien von Kraft und Stärke, Mut, ja, vor allem Mut. Wenn du hier auch Themen hast, die dich total runterziehen gerade, dann gib dir die Energie wieder neuen Mut. Aktiviere unbedingt die Energie mit dem Herz, wenn du die haben willst und dann beobachte einfach mal, was passiert, wenn die Energien für dich zu dir fließen für diese Woche, ja, was dann vielleicht anderes passiert. Und ich wünsche dir eine super schöne Woche. Schön, dass du dabei bist. Und ja, bis später vielleicht bei der Meditation.
So, wir legen die jetzt wieder hier übereinander und wir legen den Diamanten mal oben drauf. Dann kann das ein bisschen nachwirken und wir holen uns wieder die andere Seite dazu. Und wenn du den, den Kristall hier gewählt hast, den Atlantis-Kristall, dann geht es bei dir in der kommenden Woche um deine Gefühle, um deine Emotionen, die vielleicht auch irgendwie blockiert sein können. Ja? Atlantis-Energie, hier soll wieder das Fließen reinkommen. Die Wasserenergie, also Wasser kann für dich in der kommenden Woche super wichtig sein. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel in die Therme gehen kannst. Das könnte dir gut tun. Ne? Ein Bad mit Salz, sage ich auch immer wieder, um die Energien zu neutralisieren. Mehr Salzwasser. Ja, in der Therme hast du meistens auch mehr Salzwasser. Geh da mal hin, Sauna. All das kann dir gut tun in der kommenden Woche. Dann schauen wir uns nochmal die Karten dazu an und fangen auch wieder mit der ersten an. Das ist das Schutzengel-Tarot. Und da hast du auch gezogen die 9 der Emotion. Ja, das passt so klasse zu dem Kristall auch. Und dies ist eine magische Zeit in deinem Leben, wo Wünsche gewährt und Träume Wahrheit werden. Es mag für dich den Anschein haben, dass dir das Glück auf den Fersen ist, doch sind diese köstlichen Zeiten einfach der gerechte Lohn dafür, dass du ein wundervoller Mensch bist. Deine Engel bitten dich, dein Leben zu genießen und dir mehr Freude und Vergnügen zu gönnen. Ja, schau mal, wie schön. Du hast hier auch, guck mal da in dem Kleid, es sind überall so kleine Kleeblätter. Und ja, es wird wirklich eine wunderschöne Woche, dass du auch alte Emotionen eben auflösen darfst, ne, mit dem Kristall hier auch wieder zum Fließen bringen darfst. Das kann natürlich auch bedeuten, dass da Emotionen nochmal hochkommen, die erstmal nicht so schön sind, wenn die blockiert sind. Aber du wirst es schaffen, sie in dieser Woche aufzulösen. Ja, und das Glück ist hier auch auf dem Weg zu dir. Heißt auch, vielleicht gönnst du dir das auch immer nicht. Ne? Oftmals ist es auch so, dass wir uns selber das nicht gönnen oder auch nicht trauen, uns zu freuen über Dinge. Vielleicht bist du auch so jemand, ich kenne das von mir auch, dass ich mich sehr schlecht über etwas freuen kann, weil ich dann Angst habe, das ist wieder weg, ja. Und davon dürfen wir uns verabschieden, ne? Weil diese Fülle ist ja in Hülle und Fülle da. Ja, wenn wir das zulassen, das ist meistens nur unser Kopf, der das eben nicht zulässt. Und lass das in der Woche mal zu und genieß das auch mal. Also nimm dir immer wieder Zeit auch für Genuss in der kommenden Woche. Und das passt da auch mit der Therme, ne? Mit dem Schwimmbad, mit der Auszeit, Sauna, relaxen, vielleicht irgendwo ins Spa-Bereich gehen. Ne? Immer wieder so diese Auszeit nehmen in Verbindung mit Wasser. Dann gucken wir, welcher Erzengel dich begleitet. Ah, es ist Aquariel. Guck mal. Ja, ich liebe es, wie die Karten immer zusammenspielen, auch mit den Werkzeugen. Ne? Es ist ohne Worte. Und hier hast du auch eine Affirmation. Ne? Ich gehe in meine wahre Größe und lasse alle Begrenzungen jetzt los. Ich begleite dich ins Wassermann-Zeitalter. Das hat ja jetzt auch begonnen. Und wir sind mittendrin. Ne? Ich überbringe deinen Herzenswunsch an Gott. Denke nun daran und es wird geschehen. Lerne zu vergeben, auch dir selbst, und nimm deine göttliche Aufgabe jetzt an. Du bist bereit. Ist also auch ein Aufruf von Aquariel, ne? Dass du bereit bist für deine Aufgaben, die jetzt anstehen. Du wirst genau wissen, was das ist. Das kann eine neue Ausbildung sein, neuer Beruf. All das, was dich erfreut, ja, was dein Herz auch zum Singen bringt, das darfst du jetzt auch machen. Und da immer mehr reingehen. Hier ist auch die 10, ne, das wäre die 1, steht auch wieder für etwas Neues. Ja, das haben wir auf beiden Seiten. Ne? Die Energie steht auch auf Neubeginn generell jetzt in der Energie. Ne? Viele neue Dinge dürfen jetzt erweckt werden von dir. Und trau dich diesen Weg auch weiterzugehen und vor allem auch in deiner wahren Größe. Ja? Und begrenz dich nicht mehr selber. Mach dich selber nicht mehr klein. Das hast du in der Vergangenheit immer mal wieder getan. Und da geht es jetzt wirklich darum, anzuerkennen, dass du wirklich auch großartig bist mit deinen Fähigkeiten und dir das einfach auch einzugestehen. Vielleicht, ja, wenn du dich beobachtest, machst du dich vielleicht auch selber immer wieder schlecht und geh da wirklich raus, ne? Und schau und beobachte auch mal, was das mit dir macht und was es mit deinem Körper macht, wenn du schlecht über dich denkst, schlecht über dich sprichst, ja? Und kehr das gleich um. In das Positive. Ja?
Und dann haben wir noch die letzte Karte, das ist die Shakti-Karte. Und da gucken wir noch bei dir, was da kommt. Und da kommt die Abundantia. Ja, die hatte ich jetzt auch gerade in der Legung von den Rauhnächten. Komm da auch unbedingt in den Rauhnächte-Kreis dazu. Das ist so wundervoll, die Botschaften für das neue Jahr. Das sind ja 12 Rauhnächte vom 24., 25. Dezember bis zum 6.1. Und bei mir im Energiekreis gibt es immer 13 Energieübertragungen. Und da ist sie auch gefallen für das zweite Halbjahr 2025. Also es geht um das Thema Fülle, finanzieller Wohlstand. Ja, ist immer wieder ein Thema bei ganz vielen, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Ne? Geld fließt jetzt mit Leichtigkeit zu mir, ich empfange es mit offenen Armen. Und da müssen wir uns auch erstmal für öffnen. Ne? Wenn wir uns nicht öffnen, kann es auch nicht fließen. Und du siehst hier dieses Füllhorn mit dem goldenen Licht. Kann auch sein, dass jetzt Geld zu dir kommt aus irgendwelchen Quellen, ja. Das ist ja wirklich so, das Universum sagt uns immer, ne, es ist genug für alle da. Es ist auch keine Zeit des Neides oder der, ja, dieser ganzen komischen Energien, sondern es ist im Universum, im kosmischen her immer genug für alle da. Und ich öffne mich für die Energien, ne, für diese unendlichen Energien. Ne? Das darfst du in der kommenden Woche auch üben. Nicht nur finanzieller Wohlstand, sondern auch emotionaler Wohlstand. Ja? Dass du dich einfach gut fühlst. Und du kannst bestimmt in der kommenden Woche deine Gefühle so umswitchen, dass du wirklich wieder mal auch auf die andere Seite kommst und das auch mal wieder genießen kannst. Ne? Genieß einfach dein Sein. Ja? Und lass dich auf das Schöne ein. Ja, wunderbare Energien. Ich glaube, die rechte Seite sind so ein bisschen mehr die Glückskinder hier in der kommenden Woche. Ich hatte mich auch für eine Seite entschieden. Ist sehr, sehr spannend. Passt bei mir mega gut. Und ich stelle auch bei euch hier den Diamanten oben drauf. Und du kannst auch die Energie aktivieren, wenn du unten ein Herz reinschreibst. Ja, dann fließt die Energie für dich. Und ich habe das auch so aufgeladen, dass jeder Einzelne, der schaut, auch dann die Energie bekommt, ja, für sich. Und aktiviert wird. Du musst die nur selber eben aktivieren. Ja, wunderbare Energien. Und in dem Rauhnächte-Kreis habe ich auch eine wunderschöne Rauhnächte-Meditation aufgenommen diesmal. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Komm da super gerne dazu. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten im Text. Und jetzt machen wir noch die Meditation und dazu kannst du es dir ganz gemütlich machen. Du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinsetzen und ich arbeite besonders gerne mit diesem Mars-Ei, weil es eben die Energie nochmal erhöht. Ja, das können wir für die ganze nächste Woche super gut gebrauchen, immer gut gebrauchen. Und der Mars hat eben diese Fähigkeit, ne, uns diese Energie zu bringen und das Ei wirkt eben auch dafür. Und dann entspann dich einfach und leg dich hin oder setz dich hin und finde erstmal so einen Ort, wo du wirklich jetzt nochmal ungestört sein kannst und wiederhol die Meditation auch, wenn du möchtest, sogar jeden Tag in der kommenden Woche und spüre erstmal deine Füße fest auf dem Boden, leg deine Hände auf dein Herzchakra. Und dann schließ erstmal deine Augen und atme ein paar Mal tief ein und aus. Und gib mit jedem Ausatmen noch die restliche Anspannung ab, die vielleicht noch in dir ist. Und hol dir mit jedem Einatmen wieder neue Kraft. Und dann stell dir vor, dass über dir ein leuchtend rotes Licht schwebt. Und dieses rote leuchtende Licht, es steht für die Energie des Planeten Mars. Und dann zieh mit jedem Atemzug dieses rote Licht in deinen Körper und spüre, wie es dich mit Kraft und Entschlossenheit erfüllt. Wie sich jede Zelle auffüllt mit dieser Energie, die Kraft benötigt für all deine Herausforderungen.
Und dann lenke diese rote Energie, dieses rote Licht in Richtung deines Solarplexus, das Zentrum deiner persönlichen Macht, dein Zentrum für Kraft und Stärke. Und dann visualisiere, wie dort ein warmes Feuer entfacht wird. Mit jedem Atemzug macht das Feuer stärker. Und spür, wie es deine ganzen Unsicherheiten und Ängste verbrennt. Und dann sprich innerlich zu dir: Ich bin mutig. Ich bin stark. Ich gehe meinen Weg. Und spür, wie das Feuer deinen ganzen Bauchraum ausfüllt und dein ganzer Körper immer mehr gewärmt wird und sich mit der Energie auflädt. Und dann nimm wieder einen tiefen Atemzug und lass dann langsam das rote Licht ausklingen und spüre die Kraft und die Stärke in dir, die übrig geblieben ist. Und dann öffne ganz langsam wieder deine Augen und schenk dir ein Lächeln. Spüre die Verbindung mit der Mars-Energie. Und diese Kraft wird dich unterstützen, in der kommenden Woche ganz entschlossen zu handeln, alle Herausforderungen anzunehmen und selbstbewusst voranzuschreiten. Ja, genieß die Woche und ja, alles Liebe für dich. Bis ganz bald. Tschüss.